Viel doof. Ist halt die Frage, komme ich da überhaupt schon hin oder ist es in irgendeinem Gebiet wieder drüben oder so, wo ich noch gar nicht hinkomme? Also das ist nur Steinle. Oh nui, das war nix. So, jetzt sind wir mal zurück. Was will der denn da hinten? Achso, das war das Ding jetzt. Die alte Stelle. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Aus die Bahn, ich hab's eilig. Schnell, 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 schnell. 21 Minuten haben wir noch. Komm schon. Gut, dass die Ladezeit nicht zählt, ne? Sonst wären wir schon dreimal umgefallen. Puh, da haben wir es geschafft. Genau, einen Handelsauftrag müssen wir auf Schiste, den habe ich vergessen zu holen. Scheiße. Na egal. Komm schon. Oh, wir haben Post. Von Portias Baumschule. Der Figerle, danke, dass du uns geholfen hast, die Baumschule zu retten. Wir stehen auf ewig in deiner Schuld. Wir können täglich eine bestimmte Menge an Holz produzieren und kostenlos in deine Lagerkiste neben deinem Haus schicken. So können wir uns bei dir revanchieren. Wenn du gern mehr Vorräte im Lager hättest, kannst du die Produktion mit einer Zahlung an unserem Registrierpult steigern. Danke nochmal. Dava und Adit. Okay. Der Vermietungszeitraum für den Gaul ist schon wieder abgelaufen. What? Nein. Kleiner Quälgeist, verschwinde! Das ist deine letzte Chance. Schon wieder? Finde ich jetzt aber ungeil. Miau, miau. Pinky, was tut das? Was macht die? Zwei Holzbretter benötigt. Oh Mann. So, dann hauen wir erstmal unser Zeug hier rein. So, hier, 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 hier. So, wie heft zu viel Holz? Nicht gut. Steht er bald wieder da rein und ja, die komischen Vogelneste, irgendwann muss ich die mal alle aufmachen, ne? Ja, die habe ich ja auch überall drin. Und wie viel hat er gesagt? Zwei brauche ich, oder? Booms Banane. So. Da unten habe ich ja noch Pilze drin. Wo habe ich denn die? Da. So, pass auf, ich sag dann drei will ich aber haben.
So. Oh. Okay, einfach nur reingucken, wie viel da drin liegt, ist nicht. Okay, warum kriege ich da das Zeug? Aber Holz habe ich da keins gekriegt. Ah, egal. Ah, hier unten zur Bernsteininsel gehen. Was haben wir da? Meine Vertreibung aus Portia 2. Jemand hat deine Rohstoffkiste kaputt gemacht und einen weiteren Drohbrief hinterlassen. Pinky scheint etwas zu wissen. Folge ihr. Okay, wir fetzen jetzt erstmal da hoch. Und holen uns nur einen Auftrag. Higgins? Du trau dich? Ich hau dich? Und da dreimt sich. Hä? Sag Bescheid. So, das kriegen wir hin. 5 Carbonstangen. Dum, 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 didl, didum, dann hole mal auf dem Weg nochmal 5 Carbonstangen. Ja, die bleiben ja liegen. Das ist Mark. Eisenbarren, ich brauche Carbon. So, dann holen wir uns Gaul. Ich muss schon wieder Geld zahlen hier. Aber ein teures Leben in Portia, by the way. So, nehmen wir mal. Dann gehen wir doch mal Mounzi gucken, hä? Hallo, Labus. So, wir sollen hierher. Ah. Schnurr. Miau, miau. Pinky getroffen. Okay, was soll ich jetzt machen? Höhle betreten, also. Ah, lesen und so, ne? Bist du sicher, dass du hineingehen willst? Da drin könnte es gefährlich sein. Ich habe nichts dabei, aber ich probiere es mal wieder. Die zwei schon wieder. Wieder einer zerstört. Sollte nicht mehr lange dauern. Und diese Idioten von der Ziviltruppe laufen immer noch rum wie Hühner, denen man den Kopf abgeschnitten hat. Rache ist wirklich süß. Dieser kleine Quälgeist wird schon noch bereuen, dass er unseren Sammelbetrug vereitelt hat. Kein Handwerker mehr. Zurück an die Arbeit. Hoch. Was ist los, Bruder? Ah, du bist es. Völlig egal. Ich schätze, dass wir den Plan etwas beschleunigen müssen. Dieses Mal erledigen werde ich wirklich. Ah ja. Okay. Wow. Alter. Ah,
du nicht einfach beim ersten Mal bezahlen? Lauf weg! Tja, Arlo erzählen. Seren Spinnen? Wenn wir schon mal da sind? Ah, wo geht's denn da hin? Das war daneben, da haben wir drauf. Ja, das ist keiner. Getrocknete Apfelringe. Elle Fugus, kommt mal her hier. Beenden. Schade. Keine Spinnis. Oh, dann will ich schon wieder wissen, ne? Oh, ne, die wollte ich nicht. So, muss ich mal wieder zu Arlo. Die Frage, wo webst du ja wieder rum, ne? Den nehmen wir mit. Ach, blöden Haare, wo kommen die denn alle her? Ach, Arlo ist ja da hinten drin, ne? Ja, das ist Sam. Da krieg ich hier. Es ist glaub noch die wir gehen jetzt mal da hinten hin. Irgendwann müsste ich da mal noch mehr Bushaltestellen bauen, ne? Allein schon aus dem Grund, dass die blöden Sternchen da mal verschwinden. Oh, was ist denn hier los? So, kaum ein Satellit runter, ist das die mir? Haben wir erledigt? Servus, ey, dich kenne ich vom Titelbild. Der ist ja kaputt. Herr Roboterkoch. Heilige Makrele. Ein Roboter. Wie unhöflich. Mein Name ist Ak-Ak. Ak? Nein, ich heiße Ak. Klack. Ak. Was zum... Wer genau bist du, Ak-Botter? Was ist das? Ich bin der Koch meiner Raumstation. Ein Teil von ihr ist gleich hier. Raumstation?
Eiliger Bimbam, ich bin auf dem Boden. Wie bin ich hierher gekommen? Du bist vom Himmel gefallen. Offensichtlich. Hey, nicht bewegen, okay? Nicht in Panik geraten, nicht in Panik geraten. Wir sollten ihm den Bürgermeister zeigen. Ja, sollten wir. Ich nehme ihn. Komm mit, der Tigerle. Achso, halt. Hallo. Das war Murgens Banane. Was? Wieso bin ich denn jetzt hier? Ich wollte mit Alu labern. Alu, bist du da drin? Wenn der Ladeschirm jetzt umsonst war. Oh, der Arme. Sie dürfen mich nicht festnehmen. Ich kenne meine Rechte. Na, beruhigen Sie sich, Herr Ack. Wir wollen doch nur diese Situation klären. Sie sind schließlich unerwartet über uns hergefallen. Naja, verstehe ich richtig, dass Sie während der letzten 300 Jahre auf der Raumstation Altair 1 gewesen sind? Okay. Ich sage gar nichts, bevor ich meinen Anwalt sehe. Ein Anwalt kennt er also, okay. Faszinierend. Warum reden wir überhaupt mehr diesem Ding? Ich glaube, das soll mitheißen. Hören Sie mal, Herr Ack. Je früher Sie uns beweisen, dass Sie keine Bedrohung sind, desto besser für uns alle. Roboter haben keine Rechte. Manche Filme behaupten da was anderes, ne? Ich bin ein Koch. Was soll an mir eine Bedrohung sein? Und um Ihre Frage zu beantworten, ich war 330 Jahre, 2 Monate und 17 Tage lang im Wartungsmodus. Als ich aufwachte, war ich hier. Sie sind also kein Duvos-Attentäter? Dieses Duvos, ne? Was ist das Duvos? Also ja, ich weiß, dass das ein Land ist, aber... Hören Sie, Monsieur, ich weiß nicht, was ein Duvos ist. Und selbst wenn, warum sollte ich es Ihnen sagen? Da haben Sie recht. Was sollen wir mit ihm machen? Beseitigt es, jetzt sofort. Wir wissen nicht, was es tun wird. Erinnert ihr euch an den tanzenden Roboter in Ezea? Ich sage, wir lassen ihn im Forschungszentrum wohnen. Wir übernehmen die Verantwortung für ihn. Er ist eine Fundgrube, die danach schreit, studiert zu werden. Also sie will ihn zerlegen. Das wagst du. Du riskierst unser aller Leben. Er ist eine lebende KI. Von denen gibt es nicht viele in den freien Städten. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann. Interessiert es sie denn gar nicht, was ich will? Deswegen sind Filme genau das, Fiktion. Naja, mittlerweile streiten sich ja sogar hier die Obrigkeiten und so, ne? Was wäre, wenn... Ab wann ist es ein Individuum, bla bla bla. Letztens hast du wieder irgendwas gelesen drüber. Lassen Sie hören. Ich würde empfehlen, mich freizulassen, aber das werden Sie nicht tun. Deswegen will ich ein Glas Milch. Na gut, das lässt sich einrichten. Und ich will wissen, was mit meiner Crew passiert ist. Hallo? Wir haben die abgestürzte Station überprüft. Ihre Crew hat es nicht geschafft. Sie ist vor Jahrhunderten gestorben. Es tut mir leid. Oh. Herr Ack, ich bedauere Ihren Verlust. Fürs Erste möchte ich, dass Sie kooperieren und hierbleiben, bis wir wissen, welche Option es für Sie gibt. Wäre das in Ordnung? Ja, natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Über
Übrigens, der Tigerle, wenn du schon hier bist, schau doch, ob du etwas wegen Herrn Axe Bein und Kopf unternehmen kannst, damit er sich so wohl wie möglich fühlt. Na, wir wieder, ne? Natürlich. Warum erwische ich immer in den Spielen als Charakteren die ganzen Ja-Sager, ne? Hallo, komm mal her, du, wir müssen reden. Oh, der Tigerle, da bist du ja. Tut mir leid, wir kommen in dem Fall längst nicht so gut voran, wie wir gern würden. Ist schon in Ordnung. Ich habe herausgefunden, dass es diese Banditen von früher waren. Sie sind davongelaufen, nachdem ich sie besiegt hatte. Du solltest es besser uns überlassen, Verbrecher zu erledigen. Das hätte gefährlich sein können. Aber ich bin froh, dass du unverletzt bist. Ich schätze, dass wir uns bei Higgins entschuldigen sollten. Wir haben ihn schließlich mehrere Male verhört. Du lieber Himmel! Vielen Dank für die Info, wir werden diese Banditen finden. Okay, Hamba. Das Leben ist hart und endet garantiert tödlich. Halleluja, Halleluja! Herr Ag, möchten Sie, dass ich Ihr Bein und Ihre Kopfwunden versorge? Wozu denn? Oh, meine liebe Lara, Halleluja! Der Axt sieht niedergeschlagen aus. Vielleicht kann ein Glas Milch ihn aufheitern. Ich sehe schon, komm, wir müssen Milch holen. Ach, eine Flasche Milch geben. Aber jetzt Moment, du mal hier mischen. Handelsauftrag. Wer muss immer denn da? Ah, Mars. Wo war Mars? Ah, Mars. Israeler Ehemann von Verkleidungsgeschäft. Servus, sagt er mal, da ist mein Gaul. So, müssen wir hier runter. Wuppala, müssen wir da und da und da. So, tolle Arbeit, du bist ein sehr zuverlässiger Handwerker. Ich war, wow. Was wurde dein Kollege? Das hat aber reingedonnert, eh? So, wir brauchen Milch, wenn ich schon kein Zimt finde. Warte auf, beim Schneiden wird das genau so rauslaufen, dass das alles in einer Folge ist. Ich kenne mein Glück. Nein, nicht da. Da. Mein Glück ist da jetzt alles drin, aber keine Milch. Sag ich doch. Dam, dam, dam. Andere Richtung müssen wir. Hui, 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 hui. Sag mal. So. Dann hatte ich doch hier gerade. So, ansonsten. Na? Oh, da ist Schneid 1. Da rein, da rein. Herstellen haben wir nichts. Kläranlage haben wir auch nix. Nö, nö. Oder? Doch. Was da? Hier, hier. Ah, Scheiße. So, wir gucken mal hier vorher. Manganstarren sind abgeschlossen. Dann müssen wir hier mal.
So, der kann mal 30 machen. Die nehmen wir mal mit, dann hier. Machen wir voll. Die haben keinen Sprit mehr, so eine Scheiße. So. Ja, mach halt dann voll. So. Saul, dürfte ich da mal? Das war verkehrt. Den wollte ich. Dann einen rüber, genau. Dum, dum. Das war die falsche Richtung. So und so. Gaul, komm mal her. Wir mischen da wieder Hochfetze. Ich mag den Gaul irgendwie. Und auch. Auch. Und da. Komm schon. Oh, der Nektar des Lebens. Heiliger Strohsack, das ist gute Milch. Ist auch von mir. Sie scheinen sich jetzt besser zu fühlen. Das tue ich, danke. Jetzt lassen Sie mich mal sehen, ob ich Ihr Bein irgendwie ersetzen kann. Ans Bein reparieren. Halleluja, Halleluja. Oh, meine geliebte Lara. Wer ist Lara? Wer ist Lara? Nur die Liebe meines Lebens. Ein Besen. Alter, muss ich da jetzt 1000 Mal hoch und runter laufen, oder was? Da werde ich aber grätig. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Laufquests nicht leiden kann? Aber gut, was soll's. So, was brauchen wir denn für ein Besen? Deine Schwiegermutter auch hier? Sag mal jetzt. Danke. Oh. Ja, die können wir später ernten. So, Labesen. Ist echt nichts hier, oder was? Da wird es ja wohl kein Besen. Sag mal. Okay, wo krieg ich einen Besen her? Ich sag mir jetzt nicht, ich muss die Scheiße fahren. Rüstung, Fotoalbum können wir bauen. Irgendwer wollte doch ein Fotoalbum. So, Möbel. Auch nicht. Neigen wird sie wohl nie sein. Oh. So, polieren. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Na, wer weiß, woher das ist?
So, Rohstoffe, Labesen. Labesen. Ein Militärmotor gibt's auch, so wie ein Mähkopf. Nähkopf. Rindfleisch, schmeckt dies, Springvieh. Zum Henker gibt's hier einen Besen? Eine wasserdichte Lampe gibt's auch, okay? Staubwedel wird nicht funktionieren, ne? Hey, wo zum Henker kriege ich einen Besen her? Ja?